Ich nehme die Wand. Alles klar. Worüber könnte man denn jetzt gerade nochmal reden? Enlix Gaming, ne, unser Partner, die haben so eine geile Rubrik aufgemacht, und zwar Entstaubt, heißt die. Und da spielen die so, ja, ältere Spiele. Das ist eigentlich recht interessant. Alter, und du beschwerst dich, wenn ich Zelda spiele? Ach Quatsch, ich beschwere mich nicht. Es guckt nur keiner. Nein, Quatsch. Ja, nee. Mag ich nicht so. Retro. Eben, also beschwer dich nicht über die Rubrik, Da habe ich wa? auch schon geguckt, übrigens. Wahrscheinlich habe ich jetzt Okay. irgendwo den Hebel schon gesehen. Und alle gerade am Flame. OMG, du bist so ein Noob. Oh Gott. Ich habe ihn nicht entdeckt. Ich auch nicht. Oh Gott, why? Finde den Hebel. Wetten, der ist gar nicht in so einem Ding. Der trollt auch nur rum, der Typ. Der Hebel ist jetzt wahrscheinlich im Lava-Level. Oh. Das Feuer habe ich außerdem ausgemacht. Aus Versehen! Nicht bummeln. Was war eigentlich in der Truhe hier? Ein Gold und ein Feuerzeug. Ach, das Gold, das wir verloren haben, war? Nein. Das habe ich noch weggeschmissen. Ja, stimmt, das Gold, das du verloren hast. Nein. Och Mann, wer war denn jetzt? Wer hat denn jetzt gefailt? Hast du es übersehen oder ich? Nochmal alles oder was? Systematisch vorgehen. Heißt, jedes einzeln gucken. Ich alle auf einmal. Ich gucke jetzt gerade immer nur zwei Reihen durch auf dem Boden. Jetzt kommen die letzten. Nichts. Wollen wir Daisy dann eigentlich aufnehmen? Nee, oder? Bisschen langweilig, glaube ich. Ich hab ihn! Wo war? An einer Deckending. Okay. Ich hab gefällt. soll ich ihn Auf jetzt dem platzieren? Boden. Auf dem Boden? Guck mal nach oben. Ja. Gibt's da eine Truhe? Nein. Dann haben wir es Dachte geschafft. schon. Bitte Rätsel. Denis. Ah. Da ist eine Truhe. Gold. Müssen wir denn den Namen angeben? Weiß ich nicht. D. Du? D. E. N. Das I habe ich auch schon. Und S. Goldene. Springen! Bitch, please. Hallo, Ruckler. Ich hab hier Gold, ich hab hier Gold. Fang es! Ja. Ich hatte einen Ruckler. Warte, Das sagen sie ich alle. porte mal. Oh Gott, fast wieder falsch rum. Junge. Oh, War ja lala. klar. Aufzug. Endlich draußen. Suche das Haus. Draußen. Bitte an den Map-Ersteller. Gefunden! Oh mein Gott. Schon gut. Kurzen Cut. ZQ, Zwischenquartier. Oh lol. Achso, das ist der Horizont, ich dachte schon. Nimm die Sachen, du wirst es brauchen.
eine Fackel für mich, ein goldener Apfel für mich und eine Rüstung für mich. Hier, ach, willst du die Sachen nicht? Okay. Ach, die gibt's eh zweimal, okay. Ketten? Ah, cool. Das sind Ketten. Au. Sieht nett aus. Du darfst in diesem Haus Sachen abbauen. In diesem Raum ist ein geheimer Gang. Finde ihn. Au. Hast du... Hä? Hallo, was machst du? Ich versuche aufs Dach zu kommen, um zu schauen, ob da eine Truhe versteckt ist. Wahrscheinlich nicht, aber ein geheimer Gang soll in dem Ding sein. So? Und ich guck... Aufs Hast du Dach. Gerade Baum abgebaut? Nein. Ich hab aber noch einen Panzer. Ja, heißt ja nicht Phil, wa? Fick dich. Also in der Decke nicht. Ich, dass man sagen könnte, auf dem Dachboden. Das so. Sieht so scheiße aus! Kettenrüstung, die ist auch mit meinem Texture-Pack super geil. Bei mir ist die nicht gemoddet. Oh. Nein, eindeutig Soll nicht. Ein geheimer Gang, also Boden. Ja, dräng mich weg, sodass ich wieder von vorne anfange. Ja. Das war die Intention dahinter. Zögerst noch mehr hinaus. Oh lol. Ich sag mal nichts dazu, ne? Okay, dann bist du heute der Timesetter. Jo. Leck. Natürlich. Spring, pass auf. Nach dir. Jetzt gibt's kein Zurück. Hier ist eine Bodendruckplatte. Gehe ich da jetzt drauf oder gehe ich da nicht drauf? Komm her, nimm mal das Gold. Ich weiß nicht. Ja. Und nimm mal kurz die Fackeln und die Äpfel. Jo. Und den Schalter. Jo. Du hast einen Schalter? Ja, der war in meiner Truhe drin. Oh nein. No, no. Nee. Was geht? Da ist ein Gang nach unten. Geh da mal rein. Da hinten Fetsch. Ist auch eine Druckplatte. Eine Druckplatte direkt vor einer Kiste. Die Kiste kann ich aber öffnen, also pff, bitch please. Lol. Hallo! Wähle. Das Licht. Da hinten. Nicht. Hier ist einfach nur eine Wand. Das sieht nach Lava aus. Habe ich das Gefühl. Haben wir jetzt gerade rechts gewählt? Okay. Hier ist einfach nur Lava. Hier ist ein Diamantblock. Soll ich da jetzt einen Schalter ranbauen? Mach einfach mal, dass wir wieder abbauen. Lol. Genial. Ja, anscheinend ist das der Weg nach draußen. Achtung, also, wenn sie etwas falsch machen, dann TNT. Wie heißt der Partner, den du suchst? Bestimmt. Oh, er hat ihn sogar absichtlich mit. Ja. Einmal willst du weiter? Nicht. Ja. Lol. Welches davon hat nichts mit den zwei anderen zu tun? Ziehe den richtigen, sonst TNT-Boom. Dann öffnet sich hier unten eine Luke. Was? Welches davon hat nichts mit den zwei anderen zu tun? Das hier. Ist ja easy. Was hast du gedrückt? Den Stein. Ja. Lol.
Will er mich uns verarschen irgendwie? Ja, das ist so ein Standard-Logik-Rätsel, wo eigentlich bei so Einstellungstests gerne mal dran kommt. Das ist gar nicht so dumm, sowas zu fragen. Oh, da hinten ist eine Truhe. You don't say. Oh, ich habe gerade ein Déjà-vu. Alter, ich habe gerade ein dickes Déjà-vu. Sie haben etwas in der Matrix verändert. Jetzt Ah. habe ich Lust, Matrix zu gucken. Scheiße, sag das nicht. Das hast du schon mal gesagt. Dennis, ich habe diese Bahn gebaut, um zu fliehen. Bitch, please. Er wurde doch verhaftet von den. Ja, habe es aber nicht geschafft. Sie haben mich gesehen und ich bin weggerannt. Ich habe mich in diesem Raum versteckt. Wenn du hier bist, bin ich wahrscheinlich in einem neuen Versteck. Bitte hilft mir. Gibt nicht auf. Alter, lern Deutsch, bitte. Danke. Okay, beiden trugen wieder dasselbe. Leder oder Kette? Ich kann ja nicht nehmen beides mit. Ah, siehst du scheiße aus. Card von Dennis. Ja, das ändert. Die Rüstung ist bestimmt aus unserer Kuh. Was? Oh ja, was für eine Kuh. Okay. Okay. Noch mehr Cards. Okay. Es gibt zwei. Oh, Scheiße. Ciao, ne? Lol. Fick dich hart. Nein, ich werde nicht mein Gold verlieren. Das war Moin. dann wohl offensichtlich nicht der richtige Weg, wa? Wow. Ruckler. Da werde ich gleich mal einen Cut machen. Am Ende. Moin. Kurzer Cut. So. Was ich auch gesehen. Wer war das? Was ich auch gesehen habe bei einer Map von Pete's Meat, wo die gespielt haben. Ist das da oben eine Truhe? Wo die gespielt haben, da gab es so ein System, konntest du dein Gold ablegen und es wurde zum nächsten Checkpoint transportiert. Habe ich auch gesehen. Das sollten wir bei unserer auch umsetzen. Stimmt. Oh. Chillig. Nach oben. Oh, noch mehr Music Discs. Oh, nice. Chillig. Da ist auch Cat drin. Cat. Oder? Nee, doch nicht. Sorry. Aber 11. Oh Gott, nein. 11. Ich hasse, oh, ich hasse die so. Also. Kriegt da jemand Angst? Okay. Nach oben. Hier sehe ich ihn. Dennis, ich musste mich für eine Weile bei meiner Frau Sally verstecken. Ich bleibe für eine Weile hier, aber ich bin bestimmt schon weg, wenn du kommst. Deine Frau Gefunden. ist mit mir gekommen, weil sie sich morgen gemacht, was Sorgen gemacht hat. Wir werden uns ein Versteck bauen und da wohnen. Du und alle anderen im HQ müsst mich, also im Headquarter, müssen mich rausholen, damit ich wieder normal leben kann. Bis dann. Lass mich das gerade mal richtig begreifen. Er ist ja von Eingeborenen entführt worden, aber seine Frau ist hier. Ja, die hat sich Sorgen gemacht. Ach so, und sie hat ihn gefunden. Einen Geheimagenten. Auf einer geheimen Mission. Der Frau. Der hat eine Frau? Okay. Alter, das war ich nicht, das war Sally. Nein, will ich nicht haben. Nein, geh weg. Haus von Sally. Yep. Und die Eingeborenen. Was für Eingeborene? Warum nehmen die den gefangen? Warum jagen sie den? Was macht ein Geheimagent da? Nachricht vom Hauptquartier. Wir haben durch Satelliten herausgefunden, dass Sally, bevor sie mit denen es abgehauen ist, Wolle gesammelt hat. Sie hat die Wolle mitgenommen. Dabei hatte sie ein Loch in der Tasche.